Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei einer neuen Folge. Ich bin richtig gut drauf, denn es wird Tacos geben heute. Ich bin schon super gespannt und hoffe, dass die Tacos so ein bisschen mexikanischen Flair hier reinbringen in die Küche und so ein bisschen Sonnengefühl. Denn draußen, da tobt ein krasser Sturm, verwüstet ganz Berlin, Herbst, nonstop Regen. Ich will das für eine Minute vergessen und mir mexikanische Tacos machen. Viel Spaß dabei. Tacos selber zu machen ist ganz einfach und ich zeige euch heute wie. Wir fangen direkt mal mit den Zutaten an. Ich habe hier 300 Gramm Rinderhackfleisch liegen und zwar eine richtig gute Qualität. Bio-Qualität kann ich euch nur empfehlen. Am besten frisch durch den Fleischwolf drehen lassen. Dann habt ihr einfach die beste Qualität überhaupt. Außerdem habe ich hier Taco-Shells. Die habe ich mal nicht selbst gemacht. Ich bin ja eigentlich ein Freund davon, viele Sachen selbst zu machen. Aber diese Dinger, die sind so schwer selbst zu machen. Man muss den Tortilla-Teig machen, dann muss man sie frittieren. Man muss irgendwie noch diese Form hinbiegen und ich habe einfach fertige gekauft. Ist ein bisschen einfacher. Außerdem habe ich hier noch frische Tomaten, so eine Handvoll Kirschtomaten, eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel, ein bisschen Salat, Cheddar-Käse, frischen Koriander und eine Limette. Und außerdem brauchen wir natürlich noch richtig viele Gewürze, um das Fleisch auch ordentlich zu würzen. Und ihr kennt sicherlich diese fertigen Gewürzmischungen, die es im Supermarkt gibt. Und da ist meist auch noch ziemlich viel Schlechtes drin. Zucker, Geschmacksverstärker und. Wir mischen uns heute eine ganz simple Gewürzmischung selber und ihr werdet überrascht sein, wie das Hackfleisch dann schmeckt, wenn wir das damit zubereitet haben. Falls ihr zu Gewürzen übrigens mehr wissen wollt, da oben könnt ihr euch ein Video dazu angucken. Habe ich mal vor einiger Zeit gemacht, sehr interessant. Und wir fangen jetzt auch direkt an mit den Tacos. Und zwar werde ich erstmal eine Pfanne erhitzen auf mittlere Stufe und da gebe ich ein bisschen Sonnenblumenöl rein. Man könnte auch Rapsöl oder irgendein anderes geschmacksneutrales Öl nehmen, aber es ist ganz wichtig, dass ihr ein Öl nehmt, was nicht so viel Eigengeschmack hat. Also hier würde ich wirklich abraten von Olivenöl oder Kokosöl oder irgendwie sowas in der Art. Wenn das Öl heiß ist, dann kommt das Hackfleisch rein in die Pfanne und da brät es jetzt so 7 bis 10 Minuten ungefähr an. Während das Fleisch anbrät, werde ich mir schon mal die Gewürzmischung zubereiten und dafür nehme ich so 2 Teelöffel Chili-Pulver. Meins ist sehr, sehr scharf und deswegen nehme ich nur einen Teelöffel davon. Aber ihr könnt ruhig 2 nehmen, wenn ihr normales habt. Falls ihr kein Chili-Pulver zu Hause habt, könnt ihr auch Cayenne-Pfeffer zum Beispiel nehmen. Ist im Grunde auch ein Chili-Pulver. Außerdem dann noch ungefähr einen Teelöffel oder einen halben Teelöffel besser vom Paprikapulver. 2 Teelöffel Kreuzkümmel, eine kleine Prise Oregano, kleine Prise Knoblauchpulver, wenn ihr es da habt. Chiliflocken gebe ich auch noch ein paar rein. Ist auch kein Muss, wenn ihr die nicht da habt, lasst sie einfach weg. Und Salz und Pfeffer dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das crushe ich mir noch kurz durch, weil ja auch ein paar größere Sachen drin waren. Knoblauch und Zwiebel hacke ich auch schnell, denn die kommen gleich zu dem Hackfleisch mit hinzu. Die auch nochmal so 1 Minute lang mitbraten. Statt der Zwiebel und Knoblauch könnt ihr auch beides in getrockneter Form als Pulver zu der Gewürzmischung geben. Aber frisch ist natürlich immer ein bisschen besser, wie ich finde. Von daher nehmt ruhig die beiden frischen Alternativen. Zu der Gewürzmischung gebe ich jetzt nochmal 1 Teelöffel Speisestärke. Das hat nämlich den Effekt, dass das Gewürz gleich besser am Fleisch haften bleibt und sich so eine dickliche Soße fast schon bildet. Wenn ihr keine Stärke zu Hause habt, macht euch nichts raus, ist auch kein Drama, wird genauso gut. Gebt dann noch ein kleines bisschen Wasser mit hinzu. Das Wasser hilft den Gewürzen jetzt besser, sich zu verteilen bzw. besser ins Fleisch einzuziehen. Und deswegen ist es ganz ratsam. Und die Stärke, die ist wiederum ein Bindemittel, was das Wasser so ein bisschen bindet und zu einer dicklichen Soße werden lässt. Und so habt ihr am Ende eine richtig gute Fleischmischung. Und das ist ja immer das Wichtigste an Tacos. Das kann man jetzt auch nochmal so 3-4 Minuten lang köcheln lassen, damit auch die Gewürze richtig einziehen. Und in der restlichen Zeit kümmere ich mich nur noch darum, die Taco-Shells aufzubacken. Die brauchen so 2-3 Minuten im Backofen. Und dann bleibt uns nur noch ein bisschen Salat zu hacken. So, und wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet nicht nur richtig gute Beef Tacos, sondern ihr wollt die ultimativen Beef Tacos, dann kann ich euch noch dazu empfehlen, eine frische Salsa zu machen. Eine Salsa, die geht nämlich richtig schnell. Alles, was ihr braucht, ist ein Mixbehälter. Da kommt eine Handvoll Tomaten rein, der Saft von einer Limette, eine kleine Knoblauchzehe, und eigentlich eine rote Chili. Ich habe heute aber nur eine gelbe, von daher schmeiße ich die einfach mal rein. Außerdem natürlich auch noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann wird das kurz gemischt. Und schon ist sie fertig, die Salsa. Wunderbar. Geht richtig schnell und verleiht dem Taco dann nochmal so eine schöne, feurige Tomatennote. Ihr könnt die Tomaten natürlich aber auch frisch einfach auf den Taco geben, falls euch das hier zu viel Arbeit ist oder ihr euch keinen Mixer dreckig machen wollt. Hat aber nochmal eine richtig schöne Schärfe, auch eine schöne Fruchtigkeit. Ich nehme immer so kleine Kirschtomaten, weil die nochmal so eine schöne Süße haben und gerade in der Verbindung mit der Schärfe finde ich das immer richtig lecker und deutlich besser als normale Tomaten. Die Taco-Schalen sind auch fertig und jetzt müssen wir sie nur noch befüllen und dafür nehme ich so 3 Esslöffel pro Taco ungefähr. Da kommt dann noch frisch geriebener Cheddar drüber, Koriander kommt drauf, wie bei nahezu allem, was mexikanisch ist.
Wenn ihr wollt, auch ein bisschen Salat, aber ich finde es auch ganz gut, den Salat einfach nebenbei zu essen, neben den Tacos. Ein bisschen Salsa obendrauf und nochmal ein bisschen frischen Limettensaft zum Finishen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich noch viele, viele andere Sachen reinmachen. Mais zum Beispiel, Avocado oder auch Sachen wie Jalapeno zum Beispiel passen super gut zu Tacos. Ich werde heute es relativ basic belassen. Ich habe nämlich schon richtig Hunger und will jetzt nicht mehr lang in der Küche stehen. Von daher beiße ich einfach mal ab von diesem wundervollen Taco und sage euch, wie der schmeckt. Super lecker. Das Fleisch ist richtig schön gewürzt. Hat eine richtig gute Schärfe bekommen. Ich habe ordentlich Chili-Pulver genommen, meins hat es wirklich immer in sich. Der Cheddar passt super zum Fleisch und der Salat und die Salsa, die bringen eine richtig schöne Frische in dieses relativ schwere Essen sonst. Ich finde das ein super Essen. Man kann es auch super in Wraps essen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen, falls das hier euer erstes Video auf meinem Kanal war. Ich würde mich super über ein Abo freuen. Könnt ihr da unten auch diesen grünen Button machen. Außerdem gibt es da noch zwei richtig leckere Rezepte. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, guten Hunger und ciao.